Hallo liebe Leute, sind wir wieder und heute machen wir einen richtig schönen Wassermelonen-Mojito. Das ist ein richtig tollen Sommer-Mojito, wie ich finde. Und wenn ihr mal nachgemacht habt, wie immer, schreibt es mir in die Kommentare, schickt mir eure Fotos, ganz wichtig. Und ja, ich denke mal, wir starten jetzt. Wenn ihr Lust habt, dann lasst noch das ein Abo hier auf YouTube da. Dann verpasst ihr keine weiteren tollen Cocktailrezepte mehr von mir. Und jetzt starten wir wirklich. So, von zu Hause habe ich noch eine Wassermelone und hier schneide ich mir erstmal so eine 2 cm dicke Scheibe runter. Und diese werde ich einmal von der Schale befreien. Und das ist jetzt eine Scheibe für 2 Mojitos. Diese werden wir einmal würfeln, drehen, also in Scheiben in Bahn schneiden und dann würfeln. Und wir nehmen genau die Hälfte für ein. Ich würde schon sogar fast sagen, wir kriegen mal 4 Mojitos raus aus einer Scheibe. Und deswegen reicht mir das jetzt erstmal. Jetzt nehmen wir uns Minzblätter, 10 Stück, und drücken das 3 bis 4 Mal runter mit Drehbewegung und zerstoßen auch die Melone. Das soll reichen. Und jetzt geben wir natürlich frisch gepressten Limettensaft dazu, 3 cl. Die Melone ist ja auch schon ordentlich süß. Und dann brauchen wir noch weißen Rum. Bei so einem großen Becher, wie ich den hier verwende, nehme ich gerne 8 cl. 1 cl Zuckersirup noch darauf. Die Melone ist ja süß genug. Und dann kommt unser Crushed Eis darauf. Halb voll machen. Und dann einmal mit einem Barlöffel durchrühren. Jetzt weiteres Crushed Eis draufgeben, schön voll machen, nochmal durchrühren und dann sind wir fertig. So, und das hier ist der leckere Wassermelonen-Mojito. Sieht ja auch mal richtig lecker aus. Ja, ich probiere den mal für euch. Ja, auf jeden Fall. Also, der rettet meinen Sommer hier. Richtig, richtig schön. Wenn ihr mal nachgemacht habt, schickt mir eure Fotos, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eure Wünsche in die Kommentare und dann bin ich raus.